Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu Mario Golf Super Rush. Ja, ich hoffe mal, dass es in dieser Folge klappt. Ich weiß schon langsam nicht mehr, was ich machen soll. Denn schlussendlich renne ich ja jetzt sozusagen gegen eine Wand, ne? Wenn man es mal so nimmt. Aber gut. Oh, 8 Meter. Es wird ja nicht besser irgendwie, ne? Und? Okay, das ist akzeptabel. Jawoll, Toad. Ah, ist das über der Wolke? Ah, das wäre ungünstig. Ja, es ist über der Wolke. Ah, shit. Komm, ab zum Birdie. Okay, ich habe einen leichten Rechtswind. Das ist... Ich drehe durch. Ich drehe echt durch. Achso, ich weiß eigentlich, dass er das nehmen wollen würde, aber nein, macht er nicht. Schöner Schlag. Komm. Komm, 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 komm. Ja, super. Putt zum Birdie. Bergauf, leicht von links, rechts fallend, links fallend. Komm. Nein. Oh, ich dreh durch. Er ist zwar immer noch schlechter als ich, aber... Das hatten wir schon häufig zum Anfang. Und am Ende kam dann das Erwachen. Ich habe extra gedreht und gestoppt, aber ist in Ordnung. Oh, Toad. Ich hasse dich. Ah, ein bisschen. Oh, oh, oh. Ja, schleich dagegen. Nein! Ich hasse ihn sowas von den Toad. Guckt euch das an. Ist das Betrug? Oh, und da geht noch eine halbe Minute rauf. Ja, oh, das ist doch genau das ist das, was ich meine.
Komm und laufen. Nee, das wird ja gar nichts, ne? Ich glaube, es hätte auch funktioniert, wenn ich das anders gemacht hätte. Ah, ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Nee, wenn ich das so mache, ist glaube ich sicherer. Vielleicht da rechts. Na, der Baum wieder wetten. Sag ja, der Baum, der macht mir wieder einen Strich durch die Rechnung. Ernsthaft, du hast eingechippt? Ach, du bist doch so eine. So ein Lurch. Ich glaub's nicht, schon wieder. Ich werde hier vom Spiel gemobbt. Ich sag's euch. Ich werde hier von dem Spiel sowas von gemobbt. Komm, bitte lande auf dem Bereich da. Fairway, ja. Jetzt sag mir nicht, dass der... Natürlich. Aber okay, gut. Darum mache ich mir jetzt erstmal keine Sorgen. Das war zu doll. Okay, das war eigentlich gar kein schlechter Schlag. Oh, starker Linkswind. Das ist so ein Witz. Okay, Toad braucht noch länger. Ich frag mich gerade, was ich da echt so verbockt habe bei dem zweiten Schlag. Und? So, der kommt stark von links. Komm. Jetzt hat er mal dran vorbeigehauen. Eine andere Situation, als man sonst immer hat. Gibt's doch nicht. Was? Oh! Ey! Ich muss es eigentlich nur in der Zeit schaffen. Mehr nicht. Ach Mann. Ich wollte dich so schön wegboxen. Das ist der richtige, ne? Gut. Schöner Schlag. Ich habe den Wind vergessen. Wow. Warum?
Warum hast du das jetzt getan? Gegenwind leicht von rechts. Chip eingelaufen. Schönes Birdie. Und ein Birdie. Zeit gespart, alles drum und dran. Zwar mehr Zeit gesamt gebraucht, 5 Sekunden, aber es hat mir doch jetzt geholfen. So sollte es eigentlich immer laufen. Und das müsste funktionieren. Schöner Schlag. So. Leichter Rechtswind könnte funktionieren. Schöner Schlag. Da, 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 da. Auf dem Grün. Ernsthaft, ich bin schon auf dem Grün. Bisschen weiter rechts. Geht bergauf. Komm. Ich fühle mich so verarscht. Ich fühle mich echt so derbe von diesem Spiel verarscht. Das ist echt bitter. Und? Okay, Toad, das hat dir vielleicht ein bisschen geholfen, aber wird dir nicht den Sieg bringen. Einen starken Rechtswind. Schöner Schlag. Der schlägt dahin. Ich wollte gerade sagen, jetzt hasse ich dich gleich umso mehr tot. Aber gut, du hast es für dich gerettet. Ich hätte meinen Superschlag nutzen sollen, ne? Komm, Chip einlochen. Ich hab's geschafft! Oh, ich hasse diese Strecke. Es ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe jetzt überhaupt gar nicht drauf geachtet. Boah. Nervenkitzel pur, sage ich euch dazu. Nervenkitzel pur für mich. Ich habe nicht auf die Zeit geachtet, ich habe einfach nur gespielt. Toll, Troplay. Du hast bestanden. Und das trotz des schrecklichen Wetters. Dafür darfst du dich von nun an im Clubhaus extra warm und wohlig fühlen. Ach, und in Wetterwald soll es einen Trainer geben, der Leute einen ganz besonderen Schlag beibringt. Auf dem Übungsgelände, glaube ich. Bei deiner Superform derzeit wird er sich ja sich freuen, dir all seine Tricks beizubringen. Besuch ihn doch mal. Ich will hey-hey machen. Hey-hey. Ah, schade.
bist du der besondere Trainer? Du willst lernen, wie man Lobs spielt? Aber gern doch. Man hat mir sogar schon erzählt, wie klasse du dich im Speedgolf-Training geschlagen hast. Ich bin ganz hin und weg. Es wäre mir einfach genügend, dir alle Tricks beizubringen. Dafür braucht man natürlich einen Lob-Wedge. Und du hast leider keinen, aber ich leihe dir gerne meinen aus. Was sagst du? Lust auf eine kleine Lektion in Sachen Lobs? Okay. Gut, drück zunächst mal Y, um den richtigen Stand für deinen Lob einzunehmen. Acht darauf, dass du auch den Lob-Wedge als Schläger ausgewählt hast, sonst geht's natürlich nicht. Die weite Fußstellung ermöglicht es dir, den Ball mit offenem Blatt in ganz hohen Bogen zu schlagen. Ja, dein Stand sieht schon mal gut aus. Nicht vergessen, je höher der Ball, desto windanfälliger ist er. Außerdem rollt er dann nach der Landung weniger weit. Soviel zur Theorie. Kommen wir nun zur Praxis. Auf der anderen Seite der Bäume sind drei Zielbereiche. Platziere in jedem davon einen Ball. Okay. Moment, das ist das Grün. Das ist volle Power. Ich sage drei Viertel. Ja, der war gut. Der war in Ordnung. Der geht ein bisschen drüber. Ich würde trotzdem sagen, wieder die Hälfte von dem. Der war perfekt. Der war nicht gut, der war perfekt. Der war genau in der Mitte, exakt in der Mitte. Oh, wieder so. Ah, der war ein bisschen zu weit. Er ist zwar drin, aber war ein bisschen zu weit für mich. Geschafft. Ja, da kann ich jetzt mal Krafttraining nehmen hier. Das geht. Richtig, das war ein Lob. Wie aus dem Bilderbuch. Wüsste zwar nicht, was für ein Bilderbuch das sein sollte, aber du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du nutzt den Lob auch mal, um dich aus einer verzwickten Lage zu befreien. Wenn Bäume im Weg stehen, gibt es kein besseres Mittel. Okay. Also brauche ich jetzt erstmal einen Lob-Wedge. So. Wo konnte ich jetzt Lob-Wedges kaufen? Ich glaube, da. Ja. Habe ich einen Lob-Wedge überhaupt? Das sind Driver, das sind Hybrid. Eisen. Nee. Hab ich. Nee. Holz, Driver. Nimm ich doch den da lieber. So. Darf ich jetzt hier was kaufen? Ah, du bist Strohplay, nicht wahr? Klasse Übungsrunde hast du da gespielt. Du hast echt drauf. Sieh ruhig, ob du was kaufen möchtest. Okay, hiermit geschlagene Bälle werden vom Regen nicht beeinträchtigt. Ja, das nehme ich doch schon mal gerne. Schützt für Elektrisierung durch Blitze. Schützt vor Elektrisierung durch Blitze. Nee. Erhöht die Kontrolle beim Spielen im Ödland. Schwächt die Wirkung von Blitzen ab. Gilt auch für erlittenen Schaden. Sollte man natürlich holen. Keine Verlangsamung durch Laufen in tiefen Rough.
Egal, ich hole einfach mal alle. Ich habe ja das Geld. Gut. Das heißt, jetzt darf ich irgendwo hin, wo ich vorher noch nicht hin durfte. Besorg dir einen Lob-Wedge. Ernsthaft? Der andere Lob hat noch nicht gezählt? Schade. Muss ich jetzt ernsthaft so weit zurück bis zum... Gut, so könnte man noch mal so ein bisschen, ne? Gucken und prüfen, aber... Was, von dem? Kann es sein, dass du den Lob schon erlernt hast? Ah, da lag ich ja mit meiner Vermutung richtig. Lobs bereiten riesiges Vergnügen, nicht wahr? Die Antwort ist korrekt und verdient eine Belohnung. Hier, nimm einen meiner legendären Lob-Wedges. Greif nur zu, ich habe noch mehr. Frag nicht, wie viele. Du hast einen Lob-Wedge erhalten. Gut, da du nun zum exklusiven Kreis derer gehörst, die einen Lob-Wedge ihr eigenen möchten, nennen, möchte ich dich an jemanden weiterempfehlen. Was hältst du davon, auch meinen geschätzten Mitmeister, Meister Duffer, einen Besuch abzustatten? Prächtig. Dafür brauchst du nur einen kleinen Empfehlungsschreiben. Hier, ich habe hier eins für dich in der Tasche. Wo genau er weilt? Das kann ich dir leider nicht sagen. Duffer ist ein mächtiger, mysteriöser Meister. Wobei, du könntest ja mal auf den Dünenwellen-Übungsgelände nach ihm schauen. Da soll er mal gesichtet worden sein. Sein Wissen öffnet sich ganz sicher... Öffnet dir ganz sicher neue Wedges. Oder Wedge. Wege. Wege voller Ruhm, Ehre, Anerkennung und Lob. Wedges. Okay. Lass mich raten, ich muss eine Strecke schaffen und dabei gleichzeitig noch den Typen zuquasseln. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. So, dann mal hier hoch. Ich finde es schade, hier kommt das alles viel zu wenig zur Geltung. Es wirkt hier halt ein bisschen leer. Gut, ich war selber noch nie auf einem Golfplatz, aber... Es wirkt trotzdem sehr leer. Wow, da ist er ja. War doch einfach als gedacht. Nanu, ein Empfehlungsschreiben von Meister Lupfer. Lass mich prüfen, ob das Ding auch nicht gefälscht ist. Du verstehst dich also darauf, wie man einen Lob schlägt. Doch, was du nicht weißt, ist, wie viel du nicht weißt. Möchtest du die hohe Kunst des Duffs erlernen? Verstehe. Lass mich die Sache überdenken. Eine Chance hast du verdient. Eine kleine Prüfung vielleicht. In der du mit deiner Duff-Fertigkeit beweisen kannst. Los, mir nach. Gut, ich muss bei Duff jetzt irgendwie eher so an die Simpsons denken. Aber ja, um den Duff zu meistern, musst du zunächst die Geheimnisse des Treffenmoments ergründen. Die Kunst, den Ball mit perfektem Timing zu schlagen. Und diese werde ich dir fachmeisterlich beibringen, jawohl. Schlage jedoch zuerst für mich 3 Bälle in den Kübel. Auf den Gesichtsfelsen dort. Fürchte dich nicht, die Duff-Anzeige soll deine Hand sicher leiten. Wenn sich die Kreise überschneiden, so schwinge, dann wird der Duff dir hold sein. Noch etwas, um den Ball hochzuschlagen, solltest du mit viel Kraft schwingen. Peile eine Weite an, die dir zu hoch erscheint, dann solltest du richtig liegen. Die Duff-Anzeige ist nun freigeschalten.
Okay, da muss ich jetzt gerade erstmal ein bisschen dahinter kommen. Gut. Puh. Schade. Wow. Ernsthaft? Schade. Schade. Kriegst du überhaupt nicht hin? Autsch. Schade. Was ist das denn? Schade. Gut. Ja, ist aber nicht gut genug. Natürlich nochmal. Ja, neu spielen, ja. Oh, was mache ich denn für ein... Okay, der ist drin. Der ist auch drin. Gut. Vortrefflich, ein Bilderbuchlob. Doch ob es noch höher geht und ob mein Lieber... Drück erneut. Y, um mit den Füßen ein wenig breiter zu stehen und etwas Ungeahntes Tolles zu vollführen, nämlich einen Superlob. Und nun ans Werk, spiele 3 solche Superlobs und befördere den Ball in jeden Kübel dort, welcher auf den Geisterfelsen thront. Okay. Gut. Ich habe jetzt noch keinen Unterschied gemerkt. Okay. Langsam kriege ich es ins Gefühl. Gut. Meisterlich. Wie rasch du diese Kunst erlernt hast, der Duff liegt dir wahrscheinlich im Blut. Dann bleibt mir nur noch das kosmische Geheimnis zu lüften, was genau den Duff letztendlich zu seinem duften Duff... Dann bleibt mir nur noch das kosmische... Geheimnis zu lüften, was genau den Duff letztendlich zu einem duften Duff werden lässt. Achte nicht auf den Ball, achte nicht auf die Schlagkraft. Derlei Lappalien bekümmern den Duff nicht. Nimm den richtigen Stand ein und glaube, vertraue, werde eins mit dem Duff. Nun schwing den Schläger wie sonst auch, doch achte auf die Duff-Anzeige, vertraue dem Gelernten. Denk an dein Timing und dann immer feste Duff. Hurra, ein Riesenerfolg, ein herrlicher, gelungener Explosionsschlag aus sandiger Lage, hervorragend auf deine Duff-Anzeige abgestimmt. Wie du selbst siehst, wird jene Technik in manch einer Situation auf dem Golfkurs Gold wert sein. Mir scheint, du bist ja bereits eins geworden mit dem Duff. Ja, ich sehe Großes in deiner Zukunft. Meister Lupfer hat weise gehandelt, als er dir seine Empfehlung mitgab. Möge dir deine neuen Kniffe auf dem Platz gute Dienste leisten. Vergiss nie, den Duff für seine Dienste zu ehren. Ob Lob aus dem Bunker, ob Explosionsschlag im... Na, du wirst schon sehen, wo sich diese Technik am besten bewährt.
Ich warte schon darauf, von deiner zahllosen Erfolgen zu hören, Troplay. Ich weiß nicht, der Sand sieht hier irgendwie aus wie so Fingerabdrücke, kann das sein? Ja, dann habe ich das Lauftempo jetzt erstmal Maximalstufe erreicht, ne? Nun gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haltet die Ohren steif. Tschüss.